Willkommen in unserem Podcast New Devs on the Block. Wir sprechen über unser Projekt Coding Bootcamps Europe, New Work Konzepte, Digitalisierung und alternative Wege in die IT. Hallo Sabina, schön, dass du dabei bist. Hallo Maike, danke, dass ich dabei sein darf. Freuen uns sehr, dass du dir Zeit nimmst und mit dabei bist. Erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen was über dich und über deinen bisherigen Werdegang. So, wer bist du? Was hast du beruflich so gemacht und wo kommst du eigentlich her? Ja, also mein Name ist Sabina. Ich komme aus Bochum, bin 34 Jahre alt und alleinerziehende Mama einer anderthalbjährigen Tochter. Und was habe ich gemacht? Also mein Ursprung war das Eventmanagement und Marketing auch. Bin dort durch diverse Werbeagenturen gelaufen und das war alles nie so wirklich für mich was. Die Unternehmensstrukturen und Philosophien, das ist so nie meins richtig gewesen. Und dann habe ich das versucht, mal so ein bisschen in den medizinischen Bereich zu adaptieren und auch das hat leider nicht so gut funktioniert, so wie ich mir das erhofft habe. Und dann hatte ich ein größeres Projekt in Aussicht, eine große Veränderung. Und zwar wollte ich ins Ausland gehen für eine gewisse Zeit, nach Polen zur IBM. Und das ist vor 2 Jahren gewesen. Und in der Zwischenzeit ist dann etwas geschehen, und zwar ist dann ein Kind auf die Welt gekommen, was so nicht geplant war, aber es ist da und es ist wunderbar. Und das war so meine bisherigen 10 Jahre. Okay, ja, spannend. Ja. Deine Tochter ist jetzt 1,5. Die ist 1,5, genau. Okay, und jetzt sagst du, okay, sie ist 1,5 aus dem Größten raus und dann stehst ja jetzt kurz davor, so ein Coding-Bootcamp zu machen und dich zur Webentwicklerin weiter- oder ausbilden zu lassen. Wie bist denn du auf die Idee gekommen, das jetzt in so einem Intensivkurs zu machen? Ja, also die Affinität ist schon lange da. Und durch einen letzten Job, den ich in einer Werbeagentur hatte, wo auch Webseitengestaltung war und ein bisschen Webentwicklung. Und da habe ich dann so ein bisschen die Affinität dazu entdeckt. Und seitdem, das ist so ungefähr 3 Jahre her, seitdem habe ich schon immer irgendwie mit dem Gedanken gespielt, ich würde ja so gerne mal programmieren und vielleicht mache ich das nur als Hobby, vielleicht, wie eigne ich mir diese ganzen Sachen an, ohne ein IT-Studium irgendwie absolvieren zu müssen. Und jetzt ist mein Kind 1,5, die ist in der Betreuung und dann hatte ich ein Gespräch mit einer Sachbearbeiterin vom Arbeitsamt und die mich auf die Idee gebracht hat, eben vielleicht mal eine Weiterbildung jetzt noch zu machen. Ja, und da kam dann das Bootcamp ins Spiel, die ja einen ganz tollen Kurs anbieten und was mich total überrascht hat, denn man muss ja jetzt mittlerweile dann nicht mehr IT studieren, um vielleicht ein Webentwickler zu werden, sondern kann einen tollen Intensivkurs eben machen. Mhm. Und so ist das entstanden. Und also hast du denn auch schon eine Idee, was du dann hinterher machen willst, wenn du fertig bist mit deinem Kurs? So in welchem Bereich du rein möchtest? Ist dir das schon klar oder sagst du erstmal, ich mache jetzt so die Ausbildung und guck mal so ein bisschen, was passiert? Also wohl als auch. Also im Moment tendiere ich noch so ein bisschen in Richtung Webdesign. Mhm. Das kann sich natürlich während des Kurses auch ein bisschen ändern. Vielleicht merke ich einfach, da gibt es andere Bereiche, die finde ich noch besser oder interessieren mich vielleicht noch mehr. Und was natürlich super ist, weil genau das, dafür ist der Kurs ja auch da, um sowas vielleicht für sich persönlich so ein bisschen herauszufiltern. Mhm. Und würde dann Stand der Dinge jetzt vielleicht ins Webdesign gerne gehen oder vielleicht ja auch noch was anderes mal sehen. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Wann startest du? Es soll starten am 16.11. Mhm. Genau. Und dann 5 Monate? 5 Monate soll der Kurs gehen, genau, richtig, ja. Ja, und ganz spannend, du hast dich für ein Full-Remote-Camp entschieden.
Kannst du das noch mal so ein bisschen erklären, wie das dann läuft? Weißt du das schon? Und warum hast du dich für so ein Full Remote Camp entschieden? Ist es jetzt so wegen Corona oder wegen deiner Tochter oder beides? Ja, ich denke mal sowohl als auch. Also klar, die jetzige Zeit, die zwingt uns ja auch ein bisschen zu Hause zu bleiben und von dort aus eventuell zu arbeiten oder Sachen zu tun. Und der zweite wichtige Punkt ist mit Sicherheit mein Kind. Einfach, dass ich vor Ort bin, wenn irgendwas ist und keine lange Anreisewege habe, wenn ich sie vielleicht aus der Betreuung eher holen müsste oder wenn sie auch mal krank ist. Und genau, also es ist großer Luxus für mich, das vorm PC zu Hause machen zu dürfen. Ne? Mhm. Genau, ja. Und sicherlich, wie gesagt, Corona zwingt uns ja auch so ein bisschen dazu, dass wir nicht unter anderen Leuten sein dürfen. Weil ich es nichtsdestotrotz auch schön finde, wenn man halt zusammen mit Leuten irgendwo sitzt, mit denen man sich auch persönlich austauschen kann. Mhm. Und fände ich auch schön, wenn man natürlich sich persönlich sieht. Aber leider dürfen wir das ja jetzt im Moment nicht. Du hast gesagt, also deine Tochter und du machst es so von zu Hause und so eine 5-monatige Intensivausbildung wird ja vermutlich kein Zuckerschlecken. Ne? Also das wird wahrscheinlich schon auch anstrengend. Und wie gehst du damit um? Siehst du da, oder was ist so für dich die größte Herausforderung in Bezug auf dieses, auf das Bootcamp und auch auf die Remote-Sache, dass du halt dann zu Hause sitzt, mehr oder weniger alleine vor deinem Rechner? Ja, also die größte Herausforderung sehe ich so ein bisschen in der Organisation, denn es kann natürlich oder es wird wahrscheinlich auch der Fall sein, einfach, dass meine Tochter mal krank wird und ja, ich sag mal, diesen Unterricht abzu- oder zu machen, während das Kind zu Hause ist, ist unmöglich, weil man sich einfach nicht mehr konzentrieren kann. Und ja, meine Bedenken dabei sind so ein bisschen, wie ich das dann aufhole eventuell. Ne? So ein Kind ist meistens dann 1 bis 2 Wochen zu Hause krank, so ist das leider. Und das ist natürlich mega viel Input, der wahrscheinlich in der Zeit verloren geht oder beziehungsweise den man nachholen muss. Ne? Das ist so ein bisschen so die Herausforderung, wie mache ich das dann? Kann ich vielleicht in dem Moment pausieren? Wahrscheinlich wird es so sein und kann das hinten dran hängen. Dann sehe ich da jetzt nicht so die Schwierigkeit. Aber genau, also das ist so ein bisschen, ja, so eine kleine Herausforderung, ne? Sich dann da zu organisieren, zu managen. Vielleicht kann auch jemand anders in dem Moment auf das Kind aufpassen oder genau, ja. Aber ich denke mal, das wird klappen und wird alles gut. Wenn du jetzt überlegst, so okay, du bist fertig, du hast jetzt diese 5 Monate hinter dir oder auch 6 Monate, wenn die Kleine krank wird und du vielleicht dann das einen Tacken verlängern musst, was denkst du, wie sich dein Leben verändern wird, wenn du dann tatsächlich auch in diesem Bereich arbeiten wirst? Genau, also in erster Linie denke ich, dass mein Kind und ich einfach glücklicher werden, weil wir ein bisschen unabhängiger wahrscheinlich sind. Also als alleinziehende Mama versucht man zumindest irgendwie diesen Ausgleich zu finden, dass man finanziell etwas abgesichert ist, aber trotzdem noch die Zeit für das Kind hat. Ne? Also ich möchte jetzt nicht 24/7 zur Arbeit gehen müssen, damit mein Kind gut abgesichert ist und 5 Jobs gleichzeitig zu machen, sondern ich würde gerne den einen machen, mit dem ich mich absichern kann, der mir aber auch Spaß macht. Mhm. Ja, also das ist so, glaube ich, der größte Wunsch und das Ziel einfach, wo ich hinarbeite. Ja. Cool, spannend. Wenn du jetzt mit anderen Menschen sprichst oder irgendwie eine andere Mama gerade zuhört, die vielleicht in einer ähnlichen Situation ist wie du oder auch drüber nachdenkt, sich vielleicht so mit 34, 35 zu sagen, so, ich mache jetzt mal einen Cut und gehe noch mal in eine andere Richtung oder lerne noch mal was Neues, kostet ja auch so ein bisschen Überwindung. Was möchtest du anderen Menschen mitgeben? Ja, ich würde auf jeden Fall gerne anderen mitgeben, die sollen es probieren, die sollen sich trauen. Man kann immer noch alles wieder abbrechen, aber dazu gehört nicht viel, sich zu trauen, denn das ist nichts Schwieriges. Also man kann sich alles aneignen und ich glaube, die Hürde, einfach in einen IT-Bereich zu gehen, vielleicht
als Frau, wenn ich das so sagen darf. Leider ist es ja nun mal so, aber ich glaube, die meisten Frauen sträuben sich so ein bisschen davor. Wenn man irgendwie keinen Spaß daran hat oder wenn man sagt, okay, das schaffe ich vielleicht doch nicht, man kann es ja immer abbrechen. Aber ich glaube, man sollte es auf jeden Fall versuchen, denn das ist gerade so der Nerv der Zeit auf jeden Fall. Das sehen wir ja jetzt auch alle. Und ja, es wäre einfach schön, wenn viele Mamas einfach auch diesen Luxus haben, dann nachher einen Job zu haben und wissen, ihr Kind ist abgesichert und ja, müssen da nicht irgendwie 5 Jobs gleichzeitig machen. Mhm. Von daher den Versuch, sich das zu trauen, also ja, den sollte eigentlich jeder haben oder das würde ich mir einfach wünschen, dass viele so sich die Angst einfach mal ein bisschen beiseite schieben und sagen, komm, ich probiere das jetzt einfach mal. Denn ich sag mal, die Unterstützung vom Arbeitsamt ist ja nun mal auch da, die das fördern und da gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, nö, mache ich nicht, sondern es kann sich einfach nur alles verbessern. Und daher würde ich mir das sehr, sehr wünschen, wenn viele einfach ihre Angst so ein bisschen vielleicht ablegen und sagen, komm, ich probiere es einfach mal. Und 5 Monate sind keine 3 Jahre, also das schafft man. Ja. Ne? Das wäre wundervoll. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Macht es alle. Besucht es alle. Mehr als nicht klappen geht nicht. Und im besten Sinne klappt es sehr gut. Ja, und wer weiß, wofür es gut ist, ne? Wenn es genau, dann richtig. Doch nicht klappt oder man irgendwie vielleicht doch eine andere Richtung einschlägt. Aber ja, ich finde, das sind auch definitiv super schöne Schlussworte. Sabina, vielen herzlichen Dank für deine offenen Worte, für deine Zeit, auch für den Appell und den Aufruf, gerade an andere Frauen und andere Mütter. Traut euch raus aus der Komfortzone und los geht's. Genau. Sabina, ich wünsche dir alles, alles Gute, ganz viel Erfolg und ich würde mich auf jeden Fall super freuen, wenn wir uns nach deinem Bootcamp und nach deiner Intensivausbildung nochmal treffen und du vielleicht dann aus der anderen Perspektive erzählen kannst, wie es dir ergangen ist und wie es dir dann in deinem neuen Leben tatsächlich geht. Herzlichen Dank. Ich danke auch. Viel Erfolg. Dankeschön.